Okay, dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem heutigen Heimspiel hier im HNR Sportpark. Zunächst einmal bedanken wir uns bei 852 Zuschauern, die dieses Spiel hier heute verfolgt haben. Ein harter Fight und die erste Bewertung von unserem Gästetrainer Ralf Volkwein, bitteschön. Hallo zusammen. Es war jetzt nach Ulm unser zweites Auswärtsspiel und in der Geschichte das erste mit einer etwas weiteren Anreise mit knapp 300 Kilometern. War für uns alle eine Erfahrung, wie wir die Strapazen verkraften können. Hatte beim Aufwärmen jetzt nicht so ein gutes Gefühl. Vielleicht lag es doch eher am Wetter als an der Anreise. Waren wir nicht so gut drin beim Aufwärmen, aber als das Spiel dann angepfiffen wurde, habe ich uns sehr gut im Spiel gesehen. Die ersten 15 Minuten einige vielversprechende Standards gehabt, haben Dreieich, denke ich mal, zu Beginn nicht in ihr Spiel kommen lassen und sind dann, denke ich mal, nicht ganz unverdient nach dem Standard mit 1 in Führung gegangen durch den Manu Pflum. So nach 15, 20 Minuten ist Dreieich aus meiner Sicht ein bisschen besser ins Spiel gekommen. Aber ich habe keine, ja, klare hundertprozentige Torchance gesehen in der ersten Halbzeit. Es waren dann Phasen drin, wo Dreieich ein bisschen mehr Ballbesitz gehabt hat, auch gut über die Flügel gekommen ist, aber der letzte Ball hat da ein bisschen gefehlt. Ich denke, da waren wir stabil defensiv, haben viele Standards gehabt und aus meiner Sicht das Manko wie am Mittwoch gegen Hoffenheim. Müssen einfach 2-0 machen nach einem weiteren Standard. Im Kopfball von Matze Schmitz oder als Pat Lauble diagonal einläuft, rechts in 16er. Entweder muss der Abschluss drin sein oder Querpass kommen zu Stefan Vogler. Haben wir nicht gemacht und dass Dreieich zweite Halbzeit dann kommt und wir vielleicht auch den Temperaturen bisschen Tribut zollen müssen, denke ich, war klar. Wir haben einen Tag weniger Regeneration gehabt, wenn wir Mittwoch gespielt haben. Und haben trotzdem die Chance zum 2-0, machen die nicht. Und dann kommt es 1-1 mit einem individuellen Fehler. Kurz danach haben wir das Glück, dass der Lattenknaller nicht reingeht. Sonst stehe ich innerhalb von 2 Minuten mit einem 1-2 da. Und hinten raus haben wir alles versucht, aber wir haben es einfach wie gegen Hoffenheim am Mittwoch mit der letzten Aktion, der letzte Pass war zu unpräzise. Und da muss man einfach noch draus lernen. Gefühlt haben wir jetzt in den 2 Spielen 15 klare Chancen gehabt. Und da muss einfach mehr rausspringen. Vor Spielbeginn wären wir mit dem 1-1 oder mit dem Punkt zufrieden gewesen. Mit den Chancen, die wir heute gehabt haben, kann ich mit dem Punkt oder können wir da einfach nicht zufrieden sein. Das Positive war die Art und Weise, wie wir da gespielt haben. Für alle Neuland hier in dieser Liga und wir haben uns jetzt 4-mal sehr tapfer geschlagen. Und ja, es wäre mehr drin gewesen auf der anderen Seite. Wie gesagt, mit dem Lattenschuss kann es dann 1-2 stehen und dann kann ich mit 0 wieder heimfahren. Und von dem her müssen wir jetzt mit dem Punkt leben. Aber 4 Spiele, 5 Punkte. Da können wir im Vorfeld, wären wir mit Sicherheit zufrieden gewesen, aber haben jetzt leider 2 Punkte jeweils liegen lassen, Mittwoch und heute. Und wünschen Rudi und seinen Jungs auf jeden Fall alles Gute. War hier eine überragende Anlage oder ist eine überragende Anlage, wo wir heute spielen durften. Wir sind sehr super empfangen worden und wünschen Rudi und seinen Jungs und Hessen Dreieich alles Gute. Wir sehen uns dann in der Rückrunde wieder. Danke. Ja, Ralf, vielen Dank. Ich gebe direkt rüber zum Rudi. Deine Bewertung. Ja, Ralf, erstmal vielen Dank für die Komplimente. Wir haben auch eine neue Erfahrung gemacht. Das heißt also für mich, wir haben 3 Niederlagen. Das muss auch erstmal eine Mannschaft dann auch verkraften. Wir haben was gewählt. Wir sind vor dem Spiel ins Trainingslager gefahren, um die Jungs da zusammenzuziehen, um das nochmal von der Konzentration etwas höher zu halten und kamen trotzdem heute nicht ganz so von Anfang an ins Spiel. Wir hatten viele, viele Leichtsinnsfehler im Passspiel, wo man den Gegner dann auch letztendlich so ein bisschen aufbaut und wie es auch letzte Mal beim Heimspiel war, durch den Freistoß einfach dann auch wieder in Rückstand gerät. Da hatten wir auch in der ersten Halbzeit die eine oder andere Sache, wo wir auch Glück hatten dabei, wo der Gegner nicht gut ausgespielt hat. Und wir haben das in der Halbzeit dann auch sortiert. Wir haben umgestellt, wir haben Druck gemacht, wir haben versucht, dann auch wirklich vorne zuzustellen. Das ist auch streckenweise sehr gut gelungen. Wir haben den Anschluss gemacht und wir waren dann auch da richtig gut im Spiel. Und wir hätten auch das Spiel dann eben entscheiden können zum Schluss. Ja, weil für mich dauert ein Spiel dann auch letztendlich heute 95 Minuten und muss man auch Kraft haben, bis zum Schluss auch dann letztendlich zu gehen. Und das haben die Jungs gemacht, die haben Moral gezeigt, sind rangekommen ans Ergebnis. Und das war heute für die Mannschaft der Punkt sehr, sehr wichtig, ja, um letztendlich auch die Moral und alles hochzuhalten vom Training dann auch und jeder auch ein Stück weit Selbstvertrauen mitzunehmen für die nächsten Wochen. Dankeschön. Ja, soweit die Einschätzungen der beiden Trainer. Gibt es aus den Reihen der Journalisten noch Fragen an den einen oder anderen Trainer?
Ja, bitte. Naja, erstmal hat die Mannschaft ihn gut aufgenommen, aber er hat sich auch so gegeben, ja, letztendlich, und hat auch so direkt schon im Training Akzente gesetzt. Er hat die Jungs auch gestellt, das ist ja so ein Stück weit unser Problem, so Leader zu haben, wo ja, auf dem Platz sehr ruhig ist, und er ist schon jemand, der seine Mitspieler dann auch führt und stellt, das hat man auch gleich gesehen, und uns war aber klar, dass die Kraft eben über 90 oder 95 Minuten nicht reicht. Er ist ja, hat ja dann auch signalisiert, dass er platt ist und es geht noch 10 Minuten. Das merkt man halt, dass er schon mal im Profibereich gearbeitet hat, weil er kann seinen Körper gut einschätzen und kommt dann und sagt, er hat noch 10 Minuten. So, und das war natürlich dann auch die Gelegenheit. Wir hatten das mit Loris Weiß, der hat das 8 Tage trainiert. Loris hat einen sehr guten Eindruck gemacht im Training und deswegen haben wir dann auch auf mehr Schnelligkeit vorne rechts und links dann auch nochmal Wert gelegt und den Loris dann nochmal gebracht, hat er super gemacht. Genauso wie Danny Klein, da kam nochmal richtig frischen Wind rein über die Außenposition mit einer guten Geschwindigkeit, und das ist das, was die Mannschaft braucht. Was ich nicht ganz so verstehen kann, das muss ich heute mal einfach sagen, ich hatte jetzt 2 Jahre mit Schiedsrichtern eigentlich eine absolute Ruhe und wir hatten in der Hessenliga richtig, richtig gute Schiedsrichter, ja, wo man vielleicht den einen oder anderen Gedanken haben könnte, eigentlich so einen Schiedsrichter mal hochzuziehen in die Regionalliga. Und ich hatte an der Außenlinie heute schon gleich nach 3 Minuten ziemlichen Stress mit dem Linienrichter. Und wer das alles mal so ein bisschen verfolgt hat, unsere Geschichte, kann ich nicht verstehen, dass so ein Linienrichter bei uns an der Seite steht, der gegen Rot-Weiß 3 Platzverweise verteilt, übers Headset laut dann eben noch einen Platzverweis dann fordert mit dem Linienrichter zusammen. Und der dann da draußen schon nach 3 Minuten so einen ziemlichen Stress macht, dass er uns da hochschicken will. Ja, ich kann das nicht verstehen, der uns dann auch noch draußen provoziert hat, lachend, dass so ein Linienrichter überhaupt nicht in der Regionalliga pfeifen darf oder winken darf. Habe ich kein Verständnis für. Okay, danke Rudi. Noch weitere Fragen aus dem Ehrenkreis? Ja, das ist nicht der Fall. Dann vielen Dank, dass Sie alle da waren. Den Balingen wünschen wir einen guten Nachhauseweg. Bleibt gesund und munter und wir sehen uns dann in Balingen. Vielen Dank.